Ein schicksalhaftes Treffen. Der Bauer Richard ging wie immer seiner Tagesarbeit nach. Er versorgte seine Tiere, sah nach den Feldern und nach seinen Apfelbäumen. Ein ganzer Wald an Apfelbäumen versprach eine gute Ernte. Auch wenn er nicht viele Tiere sein eigen nannte, so war er doch zufrieden mit seiner kleinen Farm, die ihm einen sicheren Lebensunterhalt abwarf. Die schwere Arbeit war er gewohnt und er schuftete von Sonnenaufgang, bis es abends dunkel wurde. Reichtum konnte er mit seinem Lebensstil nicht erwirtschaften, aber er hatte genug zu essen, lebte in seinem alten gemütlichen Haus und war im Einklang mit der Welt um ihn herum. Die tägliche Routine auf der Farm und der Wechsel der Jahreszeiten bestimmten sein Leben. An einem sonnigen Tag hört Richard einen lauten Knall von der nahen Straße und er lief neugierig hinüber durch seine Apfelbaumreihen bis in den nahen Wald. Er sah ein Auto an der Straße stehen, das einen Unfall gehabt hatte. Aber weit und breit war kein Fahrer zu sehen. Etwas weiter weg, auf einem Waldweg, sah er dann ein junges Mädchen liegen. Es war kaum bekleidet. Die Kleidung lag mit Brandspuren an ihrem Weg vom Auto bis an ihren jetzigen Ruheplatz verstreut. Das Mädchen kam nicht zu sich, atmete aber spürbar und war äußerlich nicht verletzt. Richard trug das Mädchen in sein Haus und legte sie auf ein Bett. Er sprach mit ihr, aber sie reagierte nicht. Auch auf das Abtupfen des Gesichts mit Wasser kam keine Reaktion. Ihm wurde klar, dass er schnell medizinische Hilfe holen musste. Die Ambulanz kam nach seinem Telefonat recht schnell vorbei und machte unterwegs eine erschreckende Entdeckung. Das Auto der jungen Frau hatte Feuer gefangen und brannte lichterloh aus. Die Flammen schlugen nach einer Explosion des Tanks auch in den Apfelhain, der einige Verluste hinnehmen musste, bis die Feuerwehr dann eintraf und den Brand im Apfelhain und im Auto löschte. Inzwischen kümmerten sich die Sanitäter um das junge Mädchen. Sie hatte sich den Kopf sehr hart gestoßen und musste daher in die Klinik wegen des Verdachts auf ein Schädel-Hirn-Trauma. Auch während der Anwesenheit der Sanitäter kam sie nicht zu sich. Es gab keine Papiere, keine Anhaltspunkte, wer sie sein könnte. Da das Auto ausgebrannt war, konnte man auch das Handy der jungen Frau vergessen. Nichts war übrig geblieben. Kein Ausweis, keine Unterlagen und keine Kleidung. Die Sanitäter lobten Richard, dass er ein Leben gerettet habe. Richard war trotzdem traurig und aufgebracht. »Wer bezahlt mir nun meinen Schaden an den Apfelbäumen? Ich habe erst vor wenigen Jahren diese Apfelpflanzung angelegt und freue mich auf die erste Ernte. Und nun ist ein großer Teil davon verbrannt.« Verlegen starrten die Sanitäter auf Richard, auf das Mädchen in ihrem Ambulanzfahrzeug und auf die bescheidene Umgebung auf der alten Farm. Da niemand wusste, ob es eine Versicherung für den Schadensfall gab, konnte ihm auch keiner die Sorgen nehmen. Das Krankenhaus. Das Mädchen wurde mit der Ambulanz in ein Krankenhaus gebracht. Dort schloss man sie nach vielen Untersuchungen an verschiedene Geräte zur Überwachung an und wartete darauf, dass sie wieder zur Besinnung kommen würde. Aber es war kein Zeichen von einer bewussten Wahrnehmung zu erkennen. Sie lag in tiefem Koma. Richard kam täglich in das Krankenzimmer, brachte Blumen mit und saß an ihrem Bett. Er nahm manchmal ihre Hand und sprach mit ihr, aber es kam keine Reaktion. Die Polizei hatte mittlerweile nach ihrer Identität geforscht, doch es gab immer noch niemanden, der sie vermisste oder sich nach ihr erkundigte. Durch die Explosion des Fahrzeuges war auch das Kennzeichen in Mitleidenschaft gezogen. Und nun begann man mit den Nummern verschiedener Fahrzeugteile nach dem Besitzer des Fahrzeugs zu suchen. Eines Tages, als Richard wieder an dem Krankenbett saß, begann das Mädchen sich zu rühren. Sie drückte seine Hand, ihre Lider zitterten und dann schlug sie ihre Augen das erste Mal wieder auf. Richard rief die Ärzte und es war ein Aufatmen der Pfleger und Schwestern zu spüren, die in dem Fall doch auch mental involviert waren. Am nächsten Tag sollte das Mädchen entlassen werden, denn sie war entsprechend der Untersuchungen gesund und hatte außer einer Amnesie keine Folgen des heftigen Unfalls zu verzeichnen. Sie wusste nicht, wohin sie gehen sollte, ohne Geld, ohne Ausweis und ohne Handy. Richard bot ihr an, sie mit in sein Haus zu nehmen,
denn jeder Tag im Krankenhaus würde auch weiteres Geld kosten. Da das Mädchen nichts hatte, war das ein großes Problem für alle Beteiligten. Das Mädchen konnte sich nur daran erinnern, dass sie Paola heißt. Mehr wusste sie nicht. Sie war erleichtert, dass sie erst einmal mit zu Richards Farm kommen konnte, und der Arzt versprach ihr, sie zu benachrichtigen, sobald die Polizei neue Erkenntnisse hat. Im Krankenhaus konnte sie kein Bett mehr besetzen, denn eigentlich war sie wiederhergestellt, bis auf den Gedächtnisverlust. Die Krankenschwestern waren so nett und spendeten ihr einige Stücke Kleidung, damit sie nicht ohne Wechselsachen gehen musste. Sie packte die wenigen Sachen in einen kleinen Rucksack und lief hinter Richard her zu seinem Wagen. Das alte Vehikel zum Lastentransport für die Farm erschreckte sie, aber sie überwand sich, da sie keine andere Wahl hatte. Richard erklärte ihr auch, sie müsse sich nicht sorgen, denn ihr Auto, das bei dem Unfall ausbrannte, war ein teurer BMW. Ihre Familie musste sehr reich sein. Dann würde man sie auch bald finden. Auf der Farm angekommen, zeigte er ihr ein Zimmer, in dem ein einfaches Bett stand. Die Küche im Haus kam ihr klein und praktisch, aber sehr bescheiden vor. Sie wollte in den sozialen Medien nachschauen, ob jemand sie vermisst und ob es einen seltsamen Vermisstenfall gibt, aber Richard hatte kein Internet und auch keinen Fernseher. Es gab keine Möglichkeit, sich in den Social-Media-Kanälen umzuschauen. Paola weinte vor Verzweiflung. Dann lief sie zu Richard hinaus, der schon wieder seine Arbeit aufnahm. Er meinte nur, sie könne sich nützlich machen, wenn sie schon mal da wäre und viel Zeit hätte. Sie könnte die Schweine füttern und von dem frischen Gemüse ernten, damit er nicht alles allein machen müsse. Etwas zögerlich nahm sie die Arbeit auf, aber mit der Zeit machte ihr das sogar Spaß. Es gab frische Paprika, Möhren, Tomaten und herrlich duftende Kräuter zu ernten. Als sie zu Abend gegessen hatten, nahm sich Richard ein Kreuzworträtsel und setzte sich in den alten Sessel. Paola fragte ihn, ob er schon immer so allein auf der Farm gelebt habe. Richard antwortete zögernd, dass er früher mit seiner Familie hier gewohnt habe. Er hatte eine Frau und eine kleine Tochter. Doch das bescheidene Leben auf der Farm war für seine Frau nicht genug. Sie war einsam hier und wollte lieber mehr von der Welt sehen. Sie stellte ihn eines Tages vor vollendete Tatsachen und packte für sich und das kleine Mädchen die Koffer. Sie zogen in die Stadt und von dort aus in eine weitere Stadt. Nach einigen Wohnortwechseln konnte Richard sie nicht mehr ausfindig machen. Seine Frau hatte das so arrangiert, dass ein Kontakt nicht mehr möglich war. Um richtig nachzuforschen, war Richard wohl auch zu enttäuscht. Er konnte seiner Frau nicht mehr bieten als das einfache Leben auf dem Land, und das warf sie ihm immer wieder vor. Seine Tochter sollte es besser haben, meinte sie, und brach die Kontakte zu ihm ab. Er hatte nie wieder von den beiden gehört. Aber als Paola bei ihm strandete, übermannte ihn die Erinnerung daran. Sein kleines Mädchen hieß nämlich auch Paola. Paola war sehr berührt und verstand jetzt auch, warum Richard jeden Tag ins Krankenhaus gekommen war, ihr Blumen brachte und ihr nun ein Dach über dem Kopf anbot. Sie erinnerte ihn an seine verlorene Tochter. Jetzt überkam sie doch ein Gefühl der Dankbarkeit, trotz des Muskelkaters von der Arbeit auf der Farm und der abgetragenen Kleider, die die Krankenschwestern ihr auf den Weg gaben. Es versöhnte sie der Gedanke, dass sie scheinbar vom Schicksal an seine Tür geführt wurde und ihre Anwesenheit für ihn von Bedeutung war. Doch die Geschichte sollte noch mystischer werden. Unerträglicher Lärm vor der Tür. Nachts schliefen die beiden erschöpft von der Tagesarbeit in weichen Betten ein, bis es einen plötzlichen Lärm vor der Tür gab. Es klopfte grob und polternd jemand an die Haustür. Richard schnappte sich seine alte Flinte und wollte vorsichtig die Tür öffnen, als sie auch schon aufgebrochen wurde. Ein Spezialtrupp der Polizei stürmte ins Haus, entwaffnete ihn, drückte ihn mit dem Gesicht an die Wand. »Sie ist hier!« schrie ein Beamter. Paola war erschrocken im Hemd aus dem Bett gesprungen. Man hatte sie gesucht und auch nach ihrem Namen gefragt. Gleich darauf hörte man ein Zetern und Streiten, wie es nur von einer Person kommen konnte. Richard kannte diese Stimme. »Du
Du hast sie entführt. Du willst dich an mir rächen. Es war Richards Ex-Frau, die sich stimmgewaltig Gehör verschaffte, bis sie von den Beamten gebremst wurde. Paola wurde befragt und die Amnesie wich auch jetzt nur langsam. Sie begann zu begreifen, was passiert war. Ihre Mutter machte ihr Vorwürfe, weil sie nach einem Streit mit ihr Hals über Kopf die Wohnung verlassen hätte und trotz eines Verbots der Mutter ihren Vater suchen wollte. Paola war mit ihrem Wagen unterwegs in der Gegend, von der sie wusste, dass sie hier in der Nähe geboren wurde. Sie kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab, weil ihr Handy klingelte und ihre Mutter noch immer wütend über die Freisprechanlage schimpfte. Die Pause von ihrem Luxusleben, das sie als Model rund um die Welt führte, seit sie 15 Jahre alt war, kostete die Mutter als ihre Managerin viel Geld. Vertragsstrafen und Abschlüsse, die ihr entgingen, bedeuteten enormen wirtschaftlichen Verlust. Sie hatte einen Privatdetektiv auf die Tochter angesetzt und er war endlich erfolgreich gewesen. Paolas Rückkehr ins Modelleben stand nun nichts mehr entgegen. Trotzdem war Paola froh, dass sie Richard gefunden hatte. Die Polizei konnte wieder abrücken, als sie die Geschichte des Unfalls aufgenommen hatten. Paola versprach ihrem Vater Richard, dass sie ihn wieder besuchen würde und gemeinsam mit ihm die Apfelbäume wieder nachpflanzen würde. Sie hatte ihre Wurzeln gefunden und das Schicksal führte sie zielsicher in ihr altes Zuhause. Glaubst du an eine Fügung bei Paolas Reise? Wenn du auch eine seltsame Geschichte erzählen kannst, dann schreib mir das doch bitte in den Kommentaren.